Das Ende der Welt kommt am 21. Dezember 2012. Das zumindest glauben esoterische Zirkel aus einem alten Maya-Kalender herauslesen zu können. Wie ist Ihre Einstellung zu dem brisanten Thema Maya, Weltuntergang 2012, 21. Dezember? Da muss ich jetzt gerade mal einen Moment drüber nachdenken. Also ich denke mal, dass so ganz kann ich das nicht wegwerfen, das Thema. Ich bin da so ein bisschen sensibel dafür, das muss ich schon zugeben. Auf der einen Seite verdrängt man das ja natürlich auch gerne. Wer will denn schon was vom Weltuntergang wissen? Das ist ein bisschen hart, die Vorstellung. Aber ich habe großen Respekt eben vor diesen alten Kulturen. Und so viel ich mich informiert habe, ist da auch einiges schon so eingetroffen. Wobei, es ist vieles allgemeingültig. Ne? Wenn man dann Nostradamus betrachtet und dann sagt man, an diesem Datum gibt es Feuer und ich weiß nicht was. Und dann, es gibt überall auf der Welt Feuer, leider. Also ich glaube nicht, dass die Welt untergeht. Das wurde schon sehr oft vorausgesagt und ich glaube nicht, dass das passiert. Also ich persönlich denke, dass nicht die Welt untergehen wird, weil ich nicht dran glaube, aber viele aus meinem Umfeld denken das und sind schon ein bisschen nervös, aber ich denke es einfach nicht. Ich kann da nicht dran glauben, also ich... Für mich ist es so unwirklich, dass die Welt untergehen soll. Thema Aberglaube, berührt Sie das auch nicht? Wenig. Inwieweit wenig? Ja, also Freitag der 13. sage ich schon manchmal, naja, okay, aber letzten Freitag der 13. ist auch ohne Zwischenfälle, zumindest für mich, vorbeigegangen. Glauben Sie, die Menschen werden in Panik ausbrechen? Wegen dieses Weltuntergangsdatums? Nee, das glaube ich nicht. Nee, die Mehrheit zumindest nicht. Nun ist ja der Maya-Kalender um einiges genauer als unser heutiger moderner. Finden Sie das auch nicht erstaunlich, dass da vielleicht doch etwas dran sein könnte? Natürlich, es hat vielleicht irgendwas zu bedeuten, aber einfach die Vorstellung, dass die Welt untergehen könnte, ist für mich zu abstrakt. Sie würden keine Panikkäufe tätigen jetzt kurz vor Weihnachten diesen Jahres? Nein, ganz bestimmt nicht, nein. Gar nicht, überhaupt nicht. Würde mir im Traum nicht einfallen, nein. Bis jetzt noch nicht, nein. Ich habe es auch nicht vor, ich nehme es mir vor. Ich denke mir, da wird vieles, es wird Geldmacherei sein, Firmen, die daraus Geld machen, um halt noch, was weiß ich, so einen Kocher anzubieten oder das Überlebensset anbieten. Da wird bestimmt noch einiges auf uns zukommen. Die Menschheit lässt sich dann da bestimmt so ein bisschen mit reinziehen. Aber wenn man realistisch ist, glaube ich, macht man es dann doch nicht. Die letzten Stunden der Menschheit oder der Aufbruch eines neuen Zeitalters. Viele Menschen haben Endzeiterwartungen. Wir wollten Ihnen einen kleinen Einblick in die Meinungsvielfalt der Bürgerinnen und Bürger geben.